Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Let's View. Diesmal habe ich etwas ganz Besonderes, etwas, was wirklich sehr alt ist, von 1979, und zwar Die Sieste. Die Sieste war sozusagen das Fernsehprogramm ein bisschen für die Jugend von der Zeitschrift Hör zu aus dem Axel Springer Verlag. Gibt es heutzutage nicht mehr. Hier ist es ein bisschen mehr auf die Jugend, auf die Kinder, will ich nicht ganz sagen, mehr auf die Jugendlichen eingegangen, was so interessant sein könnte. Hier seht ihr es auch mit Gewinnspiel und so weiter. Ja, und das wollen wir uns einfach mal ganz genau anschauen. Und es wird eine Zeitreise werden. In meine Jugend kann man sagen, ich bin 74 geboren. Das heißt, ich war gerade 5 Jahre alt, als diese Zeitschrift rauskam. Mal sehen, was ich bewusst mitgenommen habe. Schauen wir uns an, was gab es damals vom 3. bis zum 9. Februar, das ist sogar ein paar Tage nach meinem Geburtstag gewesen, dass das 79 erschienen ist. Also ich war wirklich gerade 5 Jahre alt. Ja, also das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Die Sieste, das ist dein eigenes Fernsehmagazin von Hör zu. Hihi, nicht für Erwachsene, ja, ich sag ja, für die Jugend. Neu, jede Woche erschienen ist, 33 Fahrräder zu gewinnen, ja, man sollte draußen gehen. Vom 3. bis 9. Februar 1979. Ja, Wahnsinn. Ne? Echt, eine D-Mark hat es gekostet. Drauf Stan und Olli. Ja, dick und doof, wie sie auch im Fernsehen damals genannt wurden. Ein kultiges Bild, irgendwas mit Hawaii, glaube ich, war das die Folge. Richtig cool. Schauen wir uns mal das klassische Sieste an. Gibt es heute nicht mehr, aber einfach kultig. So, Leif Garrett, was er mag, ich kenne ihn nicht, ist ein Musiker, nee, Filmrolle, Bob und Carol und Ted und Alice, Surfing USA, Hit, ja, was auch immer, hat wohl irgendwie eine Serie gespielt oder so weiter, nicht schlecht, hier so eine richtig schöne so ein Vorwort. Sieht aus wie Zini von der ZDF-Sendung. Siehste, auch noch Kinder irgendwo, die da reden. Ja, und dann haben wir hier die Übersicht, was darum geht. Also ein bisschen Hintergrundberichte, und hier sehen wir es auch schon gleich. Fängt gleich an. Enterprise kommt als Kinofilm. Spione im Weltraumstudio. Ja, das Raumschiff Enterprise lief im Fernsehen. Und der erste Kinofilm war angekündigt. Das bricht hier schon langsam. Ist halt alt. Kann man ja nicht anders sagen. So. Sturköpfe bei der Hitparade. Helga Feddersen und Didi Hallervorden. Ja, Mods-Post. Also so ein bisschen. Leserbriefe, ein bisschen anders. Ja. Macht nicht Schluss mit Dick und Doof. Das kann ja nicht wahr sein, aber er ist so. Nur noch zweimal Dick und Doof am Freitag, ein Trost, dann kommen noch 4 Filme mit Stan und Olli sonntags, dann soll Schluss sein. Rund 100 Filme haben die beiden zusammen gemacht, von 1926 bis 1950, dann verkrachten sich Dick, Oliver Hardy, und Doof, der sich Stan Laurel nannte und eigentlich Arthur Stanley Jefferson hieß. 1955 versöhnten sich wieder, sie traten zusammen im amerikanischen Fernsehen auf, 2 Jahre später, 1957 starb Olli, 8 Jahre nach ihm. 1965 Stan. So, dass die beiden zuletzt völlig verarmt gewesen sind, stimmt nicht ganz. Allerdings, das dicke Geld aus ihrem Film sahnten die Filmbosse ab. Bis heute. Ja, so ein kleiner Faktus dabei. Ne, aber sie wurden immer gern wiederholt. Aber ZDF war nicht das Wiederholungsfernsehen. Die wollten eigentlich nur einmal senden und das war's. Das ist folgterweise. Skispringen, ja, so war ja auch damals immer wieder beliebt. Und es gab auch mal wieder Hit-Leute. So, dann haben wir hier Didi Dabbert, der Düsendetektiv, was auch immer. So ein bisschen Comedy-Seite, Comic. Schon gelesen, Buchtipp. Schon gehört, diese Titel werden Hits. Von Paola, Blue Bayou, Rod Stewart, Daya Sink, I'm Sexy, La Bionda, Baby Make Love, Bee Gees, Too Much Heaven, Cloud, You've Got All of Me. Aus den Niederlanden steht hier das. Das eine war Italien, Paola war Deutschland.
Chick, Le Freak von Chick aus USA, Niederlande, Dear John, Tijen, Snoopy, Niederlande, No Time for Tango, ja, Fasching, was kann ich bloß anziehen, Tipps, wie man sich kostümiert. So, was haben wir hier? 3. Februar, das schaue ich mir an, das sind zum Beispiel, wie gesagt, Filmtipps. Hier können wir sehen, wie das Fernsehen getrennt war. Berlin, ja, das war noch geteiltes Deutschland. Ja, der Norden, wo ich eben halt gelebt habe, dann gab es dann Westfernsehen, Hessen, Bayern und Südwest. So war es aufgeteilt. Ja, da haben wir hier richtig Muppet Show. Ja, Madeleine Kern aus dem USA-Fernsehen kenne ich jetzt nicht genau. Der Killer aus Alabama wird als Film am laufenden Band mit unserem lieben Rudi Carrell. Rio Grande, ein Klassiker mit John Wayne. Und wenn man sich mal so ein bisschen guckt, jetzt beginnt am Samstag die Woche. Was haben wir da vielleicht, was mir jetzt so auffällt? Kurz, hier haben wir Lou Grant, auch eine TV-Serie. Damals wurde es auch gezeigt, da lief Muppets Show. Und hier 5 Freunde geraten in Schwierigkeiten. Richtig coole Serie. Wenn ihr die auf DVD oder Blu-ray findet, gibt es noch nicht DVD. Schaut euch mal an. Das waren wirklich richtig tolle 5 Freunde-Folgen. Die Stimmen sind die, die von den ersten 23 oder 22 Hörspielkassetten mit Oliver Rohrbeck als Julian. Richtig cool. Ja, ihr seht eben halt aus, das ist sortiert. Erstes, zweites und drittes Fernsehen. Und viel mehr gab es nicht. RTL. Sat 1, Pro 7, die gab es noch nicht. Es gab wirklich 3 Sender und deren Ableger. Leute, das ist noch ein ganz anderes Fernsehen. Ne, deswegen, Kinderprogramm war wenig. Ihr seht nicht viel, was man als Kinderprogramm zeigen möchte. Ne, hier so ein bisschen am Wochenende, Muppet Show und das war's dann. So, und dann ging es schon mit TV weiter. Abends natürlich war nicht großartig behandelt worden, weil Kinder sollten ja abends kein Fernsehen gucken. So, gehen wir mal weiter. Was sagt der 4. Februar? So, hier so ein bisschen Werbung oder beziehungsweise ein bisschen Ankündigung. Tipp von dem jungen Justus. Und hier seht ihr Pantau, auch eine Kultserie. Die Zeitmaschine, richtig toller Science-Fiction-Film. Ein verrücktes Paar, Walter Matthau und Jack Lemmon, kenne ich am besten. Aber das ist die deutsche Version mit Grit Böttcher und Harald Junke. Raumschiff Enterprise hier. Das waren so die Tipps und dann sehen wir ja auch, was hier so lief. Die Sendung mit der Maus ist ja auch schon sehr alt. Dann Pantau um 14 Uhr, die Zeitmaschine wird am Nachmittag gezeigt. Ging ja auch der Doktor und das liebe Vieh, auch eine sehr beliebte TV-Serie. Und dann gibt es auch schon mit Sportschau der 2. Bundesliga und so weiter. Raumschiff Enterprise lief am Sonntag um 18:15 Uhr. Und was haben wir dann noch? Die Biene Maya lief, Pusteblume. Pusteblume ist der Vorgänger übrigens von Löwenzahn. Löwenzahn existierte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Das kam. Pusteblume gibt es, glaube ich, nur 20 Folgen und dann wurde es in Löwenzahn umbenannt. War aber auch mit Peter Lustig hier. Folge 5. Ein Dach über dem Kopf. Richtig cool. So, was haben wir noch hier so? Gucken, nichts jetzt, was jetzt so auffällt. Großartig, normale Sachen. Aber auch nichts, was jetzt so in Erinnerung geblieben ist. Ein paar TV-Serien. So, der Montag. Ihr seht, was haben wir hier? Logo, Tatort, gab es immer schon. Das Montagsmagazin war auch so eine Sache. Hier die ZDF-Hitparade hat man immer geguckt, damit man auf dem neuesten Stand war. Ne? Danke, schön, dass es sich lebt, sagt mir jetzt auch nicht viel. Ne, wenn man so sieht, Logo, das war so ein Magazin, was eine Stunde lief, allgemein. Ja, aber hier seht ihr, es ist... Ich kann jetzt nicht viel sagen, dass da jetzt irgendwas ist, was in Erinnerung, weil Kinderfilme, hier gab es Sesamstraße, es gab dann die Mainzelmännchen, Werbeclips im Fernsehen und ansonsten gab es ja nur Sandmann. Es gab wirklich für Kinder damals so gut wie gar nichts. Glaubt es mir, das abgesehen vom Wochenende, war in der Woche so gut wie nichts für Kinder gepackt. Es gab auch noch Sendeschluss irgendwann ab 23 Uhr Mitternacht und oder erst um 5 Uhr morgens das Programm begonnen oder so, oder 6 Uhr morgens. Der Dienstag, Radiotipps, das gab es auch. Hier, die Montagsmaler mit unserem lieben Frank Elstner, der ja später auch Wetten, dass gemacht hat. Tom und Jerry, da gab es mal was für Kinder, aber ich sage ja, es war wenig. Wenn ihr euch das so durchguckt, Skispringen, Montagsmaler abends, war schon um 20 Uhr, obwohl man als Kind, Jugendlicher das geguckt hat. Ja, hier sehen wir.
ist nichts, was ich jetzt empfehlen kann, was ich sagen kann, na hier kommt mal ein bisschen was, hier sehe ich gerade Pippi Langstrumpf mal um 18 Uhr und nach der Sesamstraße eine halbe Stunde. Ja, das war's. Das war nicht viel. So, Professor Flips, Basteltipps, was wir ja auch haben, Basteltipps. Ingrid Steger, die Ulkenmudel gab es auch immer wieder. Früh übt sich, bis ans Ende der Welt, ein Film. Hier haben wir Wunderland mit Monchi Cheese. Na, so ein bisschen Infos. Ne, sind die Monchi Cheese, ne, sind die Muppets und die Schlümpfe vergessen? Monchi Cheese, nehmen Sie den ab. Ihr seht, auch hier kommen wir wieder Pusteblume. Das war mal eine Wiederholung. Geht eine halbe Stunde. Mehr gab es da nicht. Eine Sache am Tag. Also wie gesagt, ihr seht ja drei Kanäle. Ja, man muss gucken. Das ist eine andere Zeit, Leute. Ja, Trickbonbons, auch so eine Serie, ein bisschen Musik und so weiter. Habe ich aber keine Erinnerung dran. So, jetzt sind wir am Donnerstag. Das muss ich sehen. Otto Walkes Tipps. Zwei Herren im Viervierteltrack. Sendung Der große Preis. Das habe ich mit meinen Eltern immer gerne geguckt. Kann man auch nichts anderes sagen. Unterwegs mit Odysseus habe ich auch gesehen, habe ich aber keine Erinnerung richtig an. Sindbad. Das war eine Kinderserie. Das habe ich gerne geguckt. Großartige Serie mit Jan Odel als Hauptfigur gesprochen. Die Synchronstimme heute von Will Smith. Und auch echt nicht schlecht. So, es gab es hier Unterwegs mit Odysseus. Sindbad war um 17 Uhr auf ZDF. Die Drehscheibe war auch so eine Talkshow. Der große Preis mit Wurm und Wendelin. Allein darauf habe ich immer gewartet. Dieses kleine, kurze Zeichentrick-Sequenz, die gemacht wurde von Loriot. Und ihr seht so UFO, das Jugendmagazin, auch so um 19 Uhr. Sesamstraße, das war's. Da ist nicht viel. Ihr seht, das ist eine andere Zeit, 79. So, schaltet ein, Sepp Maier, was hat da sein Tipp? Tipps hier von an Musik. Und hier haben wir Dick und Doof, wir sind jetzt am Freitag, da gab es dann immer die Sache. Joker 79 sagt mir auch nichts, die Kaktusblüte. Pfiff, das war das Sportmagazin, so ein bisschen auf Jugend getrimmt. Und die gucken wir mal durch. Auch nichts Wirkliches. Ihr seht, das ist, da kann man sehen, nochmal Pusteblume, auch wieder eine Wiederholung. Zweimal wiederholt, damit die Kinder das sehen. Das ist die einzige Wiederholung, da war wirklich nichts. Pfiff, das Sportstudio für junge Zuschauer. Dick und Doof, eine halbe Stunde knapp und das war's auch wieder. Aktezeichen XY und ja, dann gehst du Erwachsene einfach weiter. Ihr seht hier, Der Chef, ist auch so eine Krimi-Serie, Ein Koffer zu viel, Sesamstraße. Da ist nichts. Für Kinder wirklich nichts. Ich sag ja, es gab nur drei Sender. So, wir haben jetzt schon den Freitag. Mal sehen, was haben wir dann an Ankündigung. Und cool, hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen Humor und Quietsch und Quatsch, wie sich nennt. Der Fälscher hier, suche die Fehler in dem einen Bild. Da sind immer so 10 Fehler gemacht worden. Musste man suchen. Hat man immer gerne gespielt, auch in der Hör zu bei Gemälden. Ja, ne? Witze. Fernsehen. So, hier haben wir Kommissar Krimsche, 33 Fahrräder zu gewinnen. Hier haben wir jetzt so eine Art Rätsel. Nochmal ein kurzer Bim und Bam, nochmal ein kurzer Sketch, der irgendwie unfertig aussieht, ehrlich gesagt. Ja, ich muss mal kurz einschieben, während ich gerade hier das schneide, zu der siehste. Diese letzte Seite, wo ich eben sage, dass der Comic unvollständig aussieht, ja, ich habe es nicht bemerkt beim Let's View, dass da die letzte Seite rausgerissen wurde. Also die letzte Innenseite vom Umschlag. Ja, die fehlt leider, deswegen konnte ich sie nicht besprechen. Ja, das wollte ich nur kurz einschieben und jetzt weiter zum Schluss. Dann haben wir hier Quartett. Konnte man sein eigenes Quartett zusammenstellen? Ja, hier seht ihr Tierbabys und so weiter. Mal ausschneiden, sozusagen. Das war auch mal Sache. Ja, das war die siehste aus dem Jahre 79. Ja, Wahnsinn, ne? Eine D-Mark. Ein absolutes Kultmagazin. Wenn euch diese Let's View gefallen hat, ne, dann freue ich mich über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Hinterlasst vor allen Dingen einen Kommentar, sprecht mit mir. Kennt ihr das noch? Wie fandet ihr diese alte Zeitschrift? Könnt ihr euch vorstellen, es gab nur drei TV-Sender? Ja, so war es mal.
Ansonsten, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.